Hallo zum Wetter von wetter.net. Ja, die Kälte hat uns derzeit fest im Griff und damit müssen wir leider immer wieder über Klettegefahr berichten. Auch die nächsten Nächte sind da leider keine Ausnahme. Schon in der kommenden Nacht wird es wieder eisig kalt. Denn gebietsweise da kann es auflockern und dann sinken die Temperaturen auf minus 1 bis minus 8 Grad. Und vor allem im Süden, wo ja nun seit gestern einige Zentimeter Schnee zusammengekommen sind, da kann es noch kälter werden. Bis minus 10 Grad sind da möglich. Seid also vorsichtig, wenn ihr morgen früh im Berufsverkehr unterwegs seid, da kann es streckenweise ziemlich glatt sein. Morgen müssen wir vor allem in den östlichen Mittelgebirgen auch noch mit Dauerfrost rechnen. Im Westen wird es dagegen schon deutlich milder. Hier werden meist 8 Grad gemessen. Und dabei breiten sich dichte Wolken mit Regen oder Sprühregen aus. Die gehören zu einem Tiefdruckgebiet. Wir schauen mal auf die Großwetterlage. Hier oben ist es das Tief Halka. Und das ist die Front, die uns da morgen erreicht. Und an diesem kleinen weißen Pfeil dahinter sehen wir, da kommt mildere Luft auf uns zu. Doch dem Tief steht aktuell auch noch ein Hoch gegenüber. Und das versorgt den Osten Deutschlands mit richtig kalter Luft. Das heißt, über Deutschland stellt sich eine Grenzwetterlage ein. Und das kann vor allem in der Nacht zu Donnerstag dann ziemlich kritisch werden. Hier mal die Tiefstwerte für Donnerstagmorgen. Und wir sehen, der Osten und der Südosten, das ist alles grün, das heißt frostig kalt und deutlich milder hier im Westen, mit Tiefstwerten von 5 bis 8 Grad. Und dabei kommt auch der Regen allmählich landeinwärts voran. Und genau das ist der Knackpunkt. Denn je nachdem, wie schnell der Regen vorankommt und je nachdem, wie schnell die Erwärmung vonstatten geht, fällt der Regen entweder noch in kältere Luftschichten oder schon in wärmere. Und wenn der Boden noch frostig ist, dann kann der Regen auch schlagartig gefrieren und dann wird es richtig gefährlich glatt. Wie sich das Ganze genau entwickelt, ist noch unsicher. Wir behalten das Ganze aber natürlich für euch im Auge und berichten dann in den nächsten Videos. Also abonniert unseren Kanal, um den nicht zu verpassen und dann sehen wir uns morgen wieder.